euch. Ich habe mir heute gedacht, nachdem die Temperaturen so um die 0 Grad sind bei uns, muss ich mir ein bisschen eine Urlaubsstimmung holen. Und das mache ich, indem ich mir heute was koche. Und zwar was Asiatisches: eine Hühnerbrust in Kokosmilch. Und werden wir sehen, wie ich es hinkriege. Weil ich habe jetzt schon kalte Zehen. Viel Spaß beim Anschauen. Mein Ofen habe ich mittlerweile schon eingeheizt. Der brennt lichterloh. So, dann nehme ich meinen Wok. Im Wok werden wir mal das Öl erhitzen. So, nachdem wir das Öl erhitzt haben, werden wir mal das Hühnerfleisch dazu da. Das wird einmal gut abbrennen. Das sind ca. ein Viertel Kilo, 250 Gramm Hühnerfleisch. So, da wird das Hühnerfleisch anbraten. Dann zeige ich euch einmal die Zutaten, was ich alles dazu brauche. Das waren einmal ein Paprika, ein geschnittener, dann fein geschnittene Karotten, die Kokosmilch, die Zwiebel und ich habe dann ein Thai-Basilikum. Das tun wir aber im Sommer schon züchten und frieren wir es dann ein, damit ich im Winter auch was habe. Dann gibt es noch Zitronengras, warte mal, das kann man so nicht lesen, Zitronengras. Da nehme ich ein Pulver, dann Kurkuma, das ist für die Farbe ein bisschen. Und ein bisschen an Chili, darf natürlich meine Frau nicht wissen, weil die mag es nicht scharf. Das darf ich eh nicht viel rein tun, aber das ist ein bisschen was, dass man was schmeckt. Gut, dann rühre ich noch einmal um. Und dann schmeiße ich einmal alles zusammen da. Die fein geschnittenen Zwiebeln kommen da dazu. Dann die Karotten. Und die Paprika. Das lassen wir auch noch ein wenig anbraten. Aber ich glaube, heute ist es so kalt, da will ich den Deckel drauf tun. So, ich habe da so einen alten Glasdeckel, der passt so halbwegs drauf. Und dann lassen wir das einmal ein wenig brutzeln. Jetzt habe ich das einmal so ungefähr 10 Minuten da gekocht, quasi, weil es jetzt kalt ist, dass ich da ohne Deckel was mache. Naja, das schaut schon ganz gut aus. Jetzt will ich einmal die ganzen Gewürze dazugeben. Als erstes so ungefähr, naja, gefühlsmäßig zwei Teelöffel Sojasauce. So, dann Zitronengras, so ein Teelöffel voll. Dann Kurkuma, also ein Teelöffel voll. Nachher hat es sich ein wenig abpoppt. So, ein Teelöffel voll. Wie gesagt, nur ein Hauch von Chili, weil meine Frau mag es nicht scharf. Jetzt muss ich das ein bisschen unterjubeln. Da habe ich jetzt mein Thai Basilikum. So, einmal umdrehen. Und dann kommt die Kokosmilch dazu. Eine mit der Pütze. Die stockt auch, weil es so kalt ist. Das ist ein Wahnsinn, aber jetzt wird es gleich warm. So, wieder ein bisschen umrühren. Und dann lassen wir das ein bisschen köcheln. Da kommt wieder der Deckel drauf. Das Feuer ist auch so halbwegs. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt kriegen wir die Hitze auch ein wenig. Dann schauen wir mal rein. Ja, das passt. Jetzt wirklich rauchen tut es wie in einer Garküche. So, dann kosten wir mal. Im Regelfall ist es sowieso über zum Nachwürzen. Schauen wir mal. Nicht schlecht, aber ich gehört unbedingt noch Sojasauce dazu. So, da. Ja, passt. Nasen rennt man, das Wasser rennt man auch schon zusammen im Mund. Ich glaube, das ist alles okay. So, da, außer damit. Ein Schüssel. Ich bin da ein bisschen gehandicapt, weil ich in einer Hand muss die Kamera holen. So. So schaut das dann aus. Jetzt gehen wir rein und dann anrichten. Da, dann muss ich das gleich reintragen, damit es nicht auskühlt. Wegkramen kann ich erst später. So, so schaut es dann fertig aus. Die Hühnerbrust in Kokosnussmilch. Dazu gibt es einmal Reis, den habe ich vorher schon gemacht.
und einen grünen Salat. Mahlzeit.